Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um meinen Testbericht, um meinen Rucksack VD Brenta 36 plus 6, für welchen Einsatzbereich er geeignet ist, meine Erfahrung und ob sich ein Kauf lohnt. Also bleibt dabei. Erst einmal die Hardfacts zu diesem Rucksack. Wie der Name schon sagt, 36 plus 6 Liter, ungefähr 1 Kilo Leergewicht, in den Farben schwarz, blau oder grün, wie ich ihn habe. Liegt momentan bei ca. 120 Euro. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall das System von Pfaude mit dem Gitter am Rücken. So kommt Luft an den Rücken und man schwitzt nicht so sehr im Sommer. Das ist ein sehr großer Vorteil. Des Weiteren die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Von groß bis klein, also auch gut für Frauen geeignet und kleine Menschen. Auch gut sind die dicken Gurte für die Schultern. Ich habe keinerlei Schmerzen gespürt oder Druckstellen gehabt. Sehr bequem. Weiter gefällt mir die großen Fronttaschen. Die kann man aller möglichen Krimskrams reinpacken. Von der Sonnencreme bis zu Riegel oder was man gerade braucht. Weiter positiv zu erwähnen ist die große Deckeltasche mit einem Vorderbereich, der sehr groß ist, Schlüsselanhänger natürlich wichtig und einen hinteren Bereich, auch sehr groß, mit einem Gitternetz. Des Weiteren hat er natürlich eine Regenhülle mit Verschluss, das nicht verloren gehen kann. Auch gut zu bewerten ist die Halterung für ein Trinkblasensystem. Es ist sehr einfach anzubringen, einfach hier durchzuführen, mit einem Klettverschluss anzubringen. Das ist ein 2 Liter System von Faude, gibt es noch in 3 Liter, ist aber nicht im Rucksack enthalten, muss man extra kaufen. Kostet ungefähr 20 Euro momentan. Hier oben ist das Loch, wo man den Schlauch durchschiebt und hier vorne am Rucksack kann man ihn befestigen. Ganz einfach. Auch positiv zu bewerten ist die große Außentasche. Die separat ist vom Eingang. Hier kann man schön die Regenjacke schnell rein und rauspacken, wenn man sie braucht, ohne den Rucksack aufzumachen. Des Weiteren ist der Rucksack sehr robust verarbeitet. Gute Materialien verwendet von Faude. Noch gar keine Probleme gehabt. Das einzige kleine Negative, was mir aufgefallen ist an diesem Rucksack, ist die Sonnenbrillenhalterung. Wenn man seinen Trinkschlauch hier drin hat, dann ist es total blockiert. Hier kann man keine Sonnenbrille mehr reinstecken. Besser wäre es gewesen, wenn VD das auf die andere Seite gemacht hätte. Aber das ist nur ein Nebendetail, nicht so wichtig. Der Einsatzbereich des VD Brenta 36 plus 6 ist sehr variabel. Von Tagestouren über Mehrtagestouren. Ich nehme ihn sehr oft für Tagestouren, aber hatte ihn auch schon bei einer Hüttentour dabei für mehrere Tage. Da blende ich euch jetzt mal ein Bild ein, was ich alles reingepackt habe. Das war mit Wasser und Verpflegung ca. 10 Kilo. Hat sich sehr angenehm getragen. Keine Schmerzen an den Schultern oder sowas. Der Hilfsbereich hat gut gestützt. Kann ich sehr empfehlen. Und nun kommen wir zum Fazit für den Rucksack. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 120 Euro, was man dafür bekommt, sehr gut. Ein sehr vielseitigen Rucksack mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, mit viel Platz, sehr robust. Ich kann eine Kaufempfehlung aussprechen. Es lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.